So, hallo. Ich möchte heute ein bisschen über so Websicherheit, wie man die Webseiten ein bisschen sicherer gestalten kann und so die Grundlagen einmal eingehen. Wer von euch betreibt eine Webseite? Und wer von euch hat mit dieser Webseite noch kein Sicherheitsproblem gehabt? Okay, alle, die jetzt aufgezeigt haben, sollten einmal ein Code-Audit starten. Kein ausgenutztes. Okay, das nächste Mal beim nächsten Vortrag weiß ich, dass ich das genauer formulieren muss. Gibst mir bitte deine Uhr nach dem Vortrag? Ja. Ich meine, wir könnten es auch am Beamer tun, damit die anderen Leute dann auch gleich ausprobieren. Nicht so? Wir machen das jetzt so ein Workshop. wir werden eben den Computer nicht so wirklich, also ich habe keine Folien, ich möchte jetzt nicht so jetzt mehr oder weniger Folien vorlesen, das funktioniert dann nicht so gut. Deshalb wird das ein bisschen so freier, zusammen mit euch ein bisschen interaktiv. Das erste, grundsätzlich, wenn es um Websicherheit geht, wenn ihr irgendwelchen Daten vertraut, die von außen reinkommen, habt ihr eigentlich eh schon verloren. Und das müssen nicht einmal Daten sein, die über HTTP reinkommen. Ich habe mich da voriges Jahr, am 29.09.2015, ein bisschen rumgespült. Zumindest ist das das letzte Update von meinem DNS-Eintrag für die Einträge hostname.bind und version.bind. Und da steht ein Script-Tag drin. DNS führt sowas nicht aus, aber wie ich drauf gekommen bin, es gibt so schöne Web-Tools, also kommerzielle Tools, wo man dann normale, minimale Version so freikriegt und für den Rest muss man zahlen und einloggen und bla bla bla. Und da kann man so seinen DNS-Server checken lassen, Mail-Server checken lassen und das alles schön webbasiert. Und schauen wir mal, ob ich den finde jetzt. Keine Ahnung, ob wir den. Okay, wir nehmen jetzt, ich habe jetzt eingeben DNS-Checker und wir nehmen jetzt den ersten Eintrag, den Google findet. Also, das ist ein Browser, den ich noch nie benutzt habe, das heißt, der hat nicht meine Präferenzen drin, sondern das ist der erste Eintrag. Geben meine Adresse ein. Dann arbeitet ein bisschen und wenn sie es nicht seit gestern gefixt haben, was ich bezweifeln möchte, nachdem sie es jetzt ein halbes Jahr nicht gefixt haben, nachdem ich sie informiert habe, ups, und wir haben eine JavaScript-Injection. Wie kann das passieren, ne? Ich könnte jetzt natürlich ein fieser Mensch sein und da wirklich was Gemeines machen, mit dem JavaScript, das er von meinem Server geladen hat. Und dann nehme ich schön, der kodiert das schön in die URL eine, damit man das dann weiterschicken kann. Nimm das, schickt das als Bug an den Entwickler von der Software. Und der führt es dann aus. Meistens ist er dann im Webinterface eingeloggt, das heißt, ich kann mir dann automatisch per JavaScript neue User anlegen. Nur so zu viel, man muss nicht nur Sachen aus dem Web checken, was so per Textfehler kommt. Es geht super über DNS. Und das ist irgendwie, ich meine, die Firma macht nur diese DNS-Sachen, vielleicht sollten Sie wen fragen, der sich auskennt. Und das ist ein schönes Beispiel von Bugs, die nicht gefixt werden. Das gleiche Tool wird von anderen Firmen eingesetzt, das gleiche Web-Tool, dort ist es gefixt. Seit 3 Jahren? Ungefähr. Also nur so ein schönes Beispiel als Auftakt, warum man Daten vielleicht nicht vertrauen soll, nur weil sie eh nicht übers Web, sondern über einen sicheren Service über DNS reinkommen. Das wird, wenn mein Server DNSSEC unterstützen wird, so mit Signaturen und sowas, wird es auch über DNSSEC gehen. Ich wollte jetzt nur nicht das Ganze machen und dann
Unter Umständen regt sich dann wer bei meinem Provider auf. Ich meine, nicht, dass die Firma da reagieren wird. Nachdem ich es im September gemeldet habe, im November zurückgeschrieben, dass der Entwickler jetzt an dem Bugfix arbeitet. Mal schauen. November, Dezember, Jänner, Februar, März, April, das sind 6 Monate, für einen Bugfix, der meiner Meinung nach eine Zeile Code ist. Also wie lange die gebraucht haben, um das Webinterface überhaupt zu machen bei der Geschwindigkeit. So, weiß ich nicht, aber keine Ahnung. Im Prinzip alles, was die meiner Meinung nach machen müssen, nachdem wir eh ein fertiges Tool verwenden, ist so, weiß ich nicht, Upgrade, Dist Upgrade und dann den Server mal hochziehen, weiß ich nicht, aber. Ja. Es hat einen ähnlichen lustigen Bug gegeben, auch mit, wir checken so grundsätzlichen Input nicht, mit TweetDeck. Ich weiß nicht, ob das wer kennt, das ist auch von Twitter, aber es hat irgendwo man angeblich seine Sachen mit, von seine Tweets und so besser verwalten kann. Und die haben dann auch einen sehr, sehr klassischen Bug gehabt. Sie haben nämlich einfach das HTML, was sie eingekriegt haben, also du hast ein Textfeld, und sie haben das nicht geschaut, dass da keine HTML-Text drin sind, und da hat es diesen schönen Self-Retweeting-Tweet gegeben. Klar ist natürlich, dass das Tweet-Deck-Jackery verwendet, da kann man dann diese ganzen komplizierten Sachen relativ kompakt schreiben in die 160 Zeichen. Und das war dann einfach ein Tweet, der sichtbar hat dann nur Herz, also wie vom Like dargestellt, und was der einfach gemacht hat, ist, er hat sich dieses entsprechende Input-Form-Element ausgesucht, das genau über dem Tweet liegt, und dann hat er einfach mehr oder weniger auf Retweet geklickt, und der Nächste, der das auf TweetDeck aufgemacht hat, hat das natürlich an seine Follower auch alle retweetet. Da gibt es den gesamten Source Code ja eh zum Anschauen. Und das ist eine von den grundlegenden Sachen bei Websicherheit. Wenn ein Input reinkommt, müsst ihr am besten die von eurem Framework zur Verfügung gestellten Funktionen nutzen, um das wirklich zu encoden, sodass im Zweifelsfall, wenn ich es on sage, dann, dass da wirklich Klammer auf Skript steht, das heißt im HTML-Code steht dann Kaufmanns und LD-Punkt. Grundsätzlich ist so noch Möglichkeit, das Ding nicht selber coden. Da habe ich genug Projekte gesehen, wo das dann halt einer so schnell mit einer Regular Expression, weil das sind eh nur die 3 Zeichen. Und dann gibt es dann relativ lustige Sachen, wie man das dann umgehen kann. Inklusive, ich weiß nicht, welcher alte Browser das war, der Skriptext unter Umständen angenommen hat, wenn vorne keine spitze Klammer ist. Und weil man ja nicht nur sagen muss, okay, das ist jetzt konform zu HTML, das ist ja schön und gut, aber man sollte auch schauen mit, auf die aktuellen Browser passiert dann trotzdem nichts, nur weil es konform ist. Wenn sowas passiert, wie zum Beispiel bei mir, ist so, dass der jetzt das JavaScript, ich habe nicht direkt praktisch ein JavaScript in seine Seiten eine, sondern ein Source-Tag, das heißt, der Client, der das anschaut, sieht, okay, diese Seiten referenziert von meiner Seite JavaScript, was bedeutet, alle anderen JavaScript-Aktionen, also ob ich jetzt Forms sehen, zum Beispiel die Passwörter, die ich jetzt abgefangen habe, kann ich schön an meine Server senden, weil das ist ja
ist ja dann schön legal, weil das ist eh trusted vom Server, von der anderen Seite, weil das alles so geladen worden ist. Das gleiche Problem ist aber, wenn ihr das auch von eurer Seite aus, ihr nehmt jetzt irgendeine JavaScript-Library her oder was und bindet die extern dass die extern geladen wird in eure Seiten ein, sodass ihr ein bisschen Traffic spart, diese 2 Cent im Monat. Was dann passiert ist, ihr sagt dem Browser, dass er auch alle Daten, die auf der Webseite sind, auch an die andere Webseiten schicken kann. Das heißt, schönes Beispiel ist, was ich schon gesehen habe, dass die Leute dann halt direkt ein File auf, weiß ich nicht, GitHub oder irgendeiner Upload-Seite dann einfach bei sich einbinden. Das heißt, derjenige, der es abgeladen hat, kann einfach umgehen mit, okay, ich sehe, die verwenden das alle. Und ich erweitere jetzt einfach einmal mein JavaScript-File, weil ich hätte nämlich gern auch eine Kopie von diesen Passwörtern, ne? Nur als Backup natürlich, falls der User das vergisst. Ne? Im Prinzip, was ihr dann gemacht habt, ihr habt euch ein paar Cent im Monat, falls ihr überhaupt für den Traffic zahlt, gespart und habt jemanden anderen absolut die totale Kontrolle über eure Webseiten geben. Gut, ne? Das ist, weil, das, ich meine, das kann so weit gehen, wir sind da in der EU. Da gibt es diese Datenschutz, bla bla bla, was dann halt teilweise sogar durchgesetzt wird. Und ihr ladet jetzt das Ding von GitHub als Beispiel. Oder von SourceForge direkt einfach eingebunden, Sache erledigt. Das heißt, ihr übermittelt potenziell alle Daten in die USA oder nach China oder wo auch immer hin. Da können ziemlich hohe Strafen draufstehen. Für große Firmen nicht, weil die haben gute Anwälte. Ja, ich meine, Google kann sich's leisten, dass die 10 Jahre bis zum Europäischen Gerichtshof aufstreiten und wenn es dann so weit kommt, okay, da habt ihr 10 Millionen, das ist was die Portokasse. Wenn einem von uns das passiert und da kommt dann so eine Abmahnung, bitte Datenschutzverletzung, zahlen 10.000 Euro, dann. Und ich sag, ihr gebt da praktisch die Kontrolle einfach komplett ab. Und die gleichen Sachen passieren auch, wenn ich jetzt eben in ein Webform was eingib. Oder auch irgendwelche externen Files am Server lade. So klassisches Beispiel ist mit, ja, da gibt es irgendwen, der immer für meinen Webserver eine schön sichere Default-Config macht, und statt dass ich die jetzt immer lokal selber manuell kopiere und kontrolliere, dass da kein Scheiß drin steht, wird dann halt dann einfach automatisch schön mit WGET einmal in der Woche runtergeladen oder sowas. Ne? Der nächste Punkt ist dann, wo auch schön zum Aufpassen ist, weil es reicht ja nicht, sich gegen HTML-Script-Tags abzusichern. Da gibt es dieses leichte Problem mit SQL-Injection. Am leichtesten ist es erklärt bei wer XKCD nicht liest, sollte unbedingt anfangen. Problem ist einfach, sie benennt ihren Sohn Robert, Hochkomma, Klammer, Strichpunkt, Drop Table Students, ne? Und wenn du jetzt einfach deinen Input zur Datenbank nicht absicherst, kommt dann halt dein, was weiß ich, select from bla bla bla, wer Username ist sowieso, und dann sieht die Datenbank, passt, und da kommt ein zweiter Befehl, Drop Table Students, passt und weg, ne?
Und damit der Rest von dem Ding, von dem Statement, was theoretisch da mit String Cut noch dran ist, nicht mehr dran kommt, wird es einfach mit Strich auskommentiert. Standard SQL Injection, die in dieser und ähnlicher Form bis vor ein paar Jahren eigentlich komplett gang und gäbe waren, bis in sehr, sehr viele Webseiten reingekommen. WordPress dürfte derzeit mit den 100.000 Plugins immer noch anfällig sein, weil die halben Plugins noch nicht gefixt sind. Und also da gibt es einige lustige Varianten davon. Die lustigste ist, was ich übrigens auch leider gesehen habe, ich kenne einen, der es gemacht hat, der hat gemeint, naja, bevor er da jetzt so komplizierte Sachen auf Serverseiten zusammenstellt, ne, er schickt einfach die fertigen SQL-Statements per JavaScript da über das Webform mit. Was soll da schon nicht gehen? Ne? Ich meine, ich lasse jetzt den Webbrowser entscheiden, welche Statements ich auf meiner Datenbank ausführe, wo der User am besten noch gleich Adminrechte hat und unter Umständen auch aufs Filesystem über die Datenbank zugreifen kann, was sowohl bei MySQL als auch Postgres einrichten kannst, wenn du willst. Und mit Adminrechte kannst du es ja einrichten, weil du hast ja den vollen Zugriff auf die Datenbank. Ne? Und ja, wie gesagt, das sind so Sachen, wo man jetzt aber nicht nur aufpassen muss, wenn man das erste Mal in die Datenbank schreibt, weil da kann man schön SQL-Quote machen. Aber dann kommt irgendwo ein Background-Worker, der halt, was weiß ich, schön mein Access-Log anschaut und mir auswertet, wie viel Leute da aus den USA sind und wie viel Leute da aus Europa surfen, wie auch immer. Und vielleicht irgendwelche Browserkennungen, weil dann auch schaut, okay, der hat Internet Explorer verwendet 20 Mal und dann gibt es den Browser sowieso und bla bla bla. Den Browser-String kann ich nicht parsen, ich schreibe in ein extra Table, füge das wieder ein Statement ein und dort wird es nicht gequotet und dann habe ich exakt das gleiche Ding, nur vielleicht eine Woche später. Wie gesagt, irgendwem sowas schon dann passiert? Du musst fragen, kennt jemand jemanden? Ja, okay, bitteschön. Kennt jemanden, ja, wie auch immer. Nein, die Frage ist, die eigentliche Frage ist ja, ist das jemandem schon passiert und er hat es nicht gemerkt? Ich meine, ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, aber... Ja, mein... Heute Nachmittag ist das passiert. Und da ist dann die Gegenfrage, gibt es deinen alten Arbeitgeber noch? Ja, und die Seiten mit der SQL-Injection noch immer. Sehr gut, das heißt, du kannst, wenn sie ein Problem haben, immer noch fernwarten. Ne? Ja, hast du es nicht so? Das ist dann so unerwarteter Remote-Support, ne? es gibt auch immer noch die Klassiker so mit Einfügen in der URL und sowas. Ja, warum das überhaupt noch supportet wird, ist die andere Frage, aber... wegen Quoting, also da gibt es ja zum Beispiel für Einfügen in die Datenbank, je nach Programmiersprache, die entsprechenden Quoting-Funktionen, so Save Quote oder wie immer. Und PHP war es, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber die haben zuerst eine Quoting-Funktion implementiert, die hat aber nicht gescheit funktioniert und Sachen durchlassen. Und aus Kompatibilitätsgründen ist die nicht gefixt worden, sondern da hat es dann so eine Database Quote Underline Real Safe gegeben oder sowas. Müsst ihr jetzt aussuchen, aber das fällt dann so. Und wie soll das jetzt der Programmierer wissen? Der schaut in der Doku nach, Quoting-Funktion, den nehme ich. Und das ist aber die, was nicht gefixt ist. Das heißt, er denkt, er hat das eh abgesichert, nur ja, da gibt es dann fertig so auf, was in den Stack Exchange und so mit hier kopieren, um Admin zu werden. Ne?
Also, ja. Mittlerweile gibt es da eben, wie gesagt, solche Sachen mit über DNS-Server, über weiß ich nicht was. Im Prinzip, wenn man sich irgendein Protokoll aussucht, das man irgendwie kontrollieren kann, vielleicht von seinem eigenen Server, gibt es immer die Möglichkeit so, Protokoll, Name oder Bezeichnung, Checking-Tool einfach zu suchen. Dann nimmt man sich die ersten drei Hits, weil ich habe echt nur die ersten drei damals, wie ich das geschaut habe, angeschaut. Zwei davon waren verwundbar. Also, ja. Und nachdem diese Services so schön haben du kannst auch zahlen, dass du mehr hast. Ich habe mich sehr stark an, dass du irgendwo ein Bezahlsystem mit Kreditkarten und sowas, ist ein amerikanisches Unternehmen, klar haben die Kreditkarten, dass das da irgendwo dahinter liegt und dass man dann sagen kann mit, ja, ich müsste jetzt für meine Spiele auf Steam auch was zahlen, ich brauche eine Kreditkartennummer, ne? Am besten mit dem ganzen Sicherheitsblablabla und hänge mich dann halt da irgendwo ins HTML ein. Ich meine, da gibt's jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wie weit der Standard schon durch ist, aber da gibt's jetzt diesen Scherz, dass Webseite ein JavaScript registrieren kann, das dann für diese Zeit, wo es gültig ist, das können Monate oder Jahre sein, dass das immer ausgeführt wird, bevor die Seite geladen wird. Das heißt, der Browser merkt sich das und führt das immer aus. Die Idee dahinter ist, dass zum Beispiel Google das machen kann und statt dass jetzt die Google-Startseiten immer lädt, lenkt der intern schon die HTML-Aufrufe auf seinen lokalen Cache um. Das könnt ihr jetzt natürlich relativ gut böse auch verwenden, weil ihr dann einfach sagt mit, jedes Mal, wenn die auf die Login-Url von der Webseite, die, wo ich einmal eine Injection gehabt habe, zugreift, mach auch zusätzlich das. Wenn ich das dann kombiniere mit so Sicherheitsprobleme, die es mit Nameserver immer gibt oder immer wieder gibt, wo ich dem einfach irgendwas in den Cache injecten kann, ohne dass der Hostname aufgerufen worden ist, kann ich unter Umständen bei so einem Anbieter hergehen und sagen, okay, ich inject das gleiche für Google.com und Microsoft.com. Das heißt, der Erste, der noch oder alle, die noch Google suchen, die nächsten 24 Stunden auf dem DNS-Checker-Tool oder wo immer, kriegen mein JavaScript vorgesetzt, das sich dann permanent für bis 2038 registriert und ich habe dann eine Kontrolle über zumindest jedes Mal, wenn sie die Seiten besuchen, dass da was passiert, was relativ klar ist, weil die Seiten hauptsächlich von Web-Admins und so Leuten besucht werden, was bedeutet, die haben, ich sehe erstens einmal, welche Domains die verwalten und unter Umständen sehe ich dann schon ein Login, ein Passwort, das Login-Passwort ist das gleiche, was sie auf ihrer Webseite verwenden. Bingo! Kann ja nur sein, dass dann irgendwann ein Google-Admin das verwendet und komischerweise habe ich jetzt irgendwie Username-Passwort, um mich auf irgendwelche Google-Admin-Server einzuloggen, ne? Wie gesagt, da haben wir jetzt die Injection, dann haben wir SQL-Injection, dann haben wir, was lustig ist, dann so Geschichten, man kann auch mal wer. Die URL ist total gut, weil dann piept es nicht die ganze Zeit. Kann man im Terminal einstellen, das ist super praktisch. Dann blinkt es bloß. Das stört dann nur die dahinter. Was ja vor ein paar Jahren auch immer wieder passiert ist, diese ganzen mittlerweile modernen oder nicht mehr modernen Bildformate, so wie JPEG und sowas, die sind ja erstaunlich kompliziert, ne? Deshalb gibt es dann nur ein oder zwei Parsing-Libraries, die das dann so parsen können und die haben auch immer wieder schöne Sicherheitslücken. Und dann gibt es zwei Arten von Webseiten.
die anderen Webseiten, die das, was man hochgeladen hat, eins zu eins ausgegeben, das heißt, es erwischt den Client. Oder welche, die das vorher skalieren, das heißt, es erwischt den Server. So, die Frage ist, was davon möchten wir jetzt machen, ne? Das Ding irgendwie jedes Mal auf eine virtuelle Maschine hochladen, die ich noch jeden Basen neu installiere und dann ein Screenshot ziehen, oder? Ja, aber das ist ein reales Problem, wo man sich durchaus Gedanken machen muss, dass ich, wenn ich sage, ich skaliere jetzt Bilder, also ich mache das jetzt als große Firma, ne? Ich biete einen Service an, wo die Leute halt Bilder hochladen können, wo ich mir durchaus überlegen muss, wie kann ich das von Backend, von den Maschinen her trennen, dass diese Maschinen nicht Zugriff auf die restlichen Datensets haben. Weil wenn die Maschine gehackt ist und die hat Zugriff auf sämtliche Benutzerdaten, selbst wenn die Passwörter irgendwie schön gehasht und gesaltet worden sind, dann habe ich trotzdem Username und E-Mail-Adresse. Vielleicht, es gibt dann immer diese Sachen, wenn Kreditkarten hinterlegt sind, manche hinterlegen die ersten 4 Stellen oder die letzten 4 Stellen, wenn die dann, das Vergleich habe ich unter Umständen die ganze Kreditkartennummer. Und wie gesagt, ich muss diese Sachen durchaus trennen. Das gleiche, wenn ich sage, ich habe einen Videoservice, so wie ob das jetzt YouTube ist, aber vielleicht auch nur, ich biete es jetzt auch nur in einem gewissen Kreis an oder ich möchte eine Konkurrenz zu YouTube machen oder wie auch immer. Oder ich bin eine News-Seite, die halt Videos reinkriegt und dann für ihren Player rendert. Dann habe ich dort durchaus das Problem, dass es immer wieder Exploits gibt, die wirklich auf diese Video-Encoder gehen. Wenn ich das jetzt auf dem gleichen Server habe wie die restliche Webseite, dass der das direkt kodiert und Zugriff auf alle Benutzerdaten hat, dann habe ich ein Problem. Weil der kann durchaus auch einen neuen Benutzer anlegen, ne? Und wenn jetzt dann so, ich weiß nicht, irgendwer dann halt seine eigenen Nachrichten auf ORF.at einstellen kann oder auf heise.de oder irgendwie, kann das durchaus einmal blöd enden. Ne? Das kann durchaus bei großen Nachrichtenportale oder so, kann das durchaus auch in großen wirtschaftlichen Schaden enden. Nicht bei der Bild-Zeitung, weil da ist es wurscht, aber ganz ehrlich gesagt, wenn jetzt zum Beispiel Heise sagt, okay, es gibt jetzt diesen Windows, Linux, Wurm, wie auch immer, und die beste Ding ist, okay, schaltet eure ganzen Server ab, bis das gefixt ist, weil am Patch wird gearbeitet, dann werden sicher einige Leute sogar sagen mit, okay, bevor jetzt wieder einmal meine Platten verschlüsselt werden, ich drehe die Firma einen Tag zu. Ne? Das ist jetzt durchaus dann schon ein größeres Problem, weil du hast gewisse Sachen, denen du theoretisch vertraust, wenn du jetzt eben diese großen Nachrichtenseiten oder so irgendwas hast, und die haben genau das Problem, weil die nehmen jetzt irgendwo ein Video her, das halt auf irgendwelche diese Presseseiten auftaucht worden ist, oder teilweise sogar von irgendeinen privaten Blogs her, weil halt die einzigen sind, die ein Video gehabt haben. Ne? Dann nehmen die das her, konvertieren das für ihren Player, und wenn sie das schön übers Webinterface direkt hochladen und der konvertiert das am Webserver, dann hast du das Problem. Vor allem, wenn dann vielleicht noch bekannte Frameworks verwendet werden, wie, weiß ich nicht, WordPress oder so irgendwas. Das heißt, das ist ja dann nicht einmal so schwer auszufinden, wie das funktioniert und wie du die Sachen reinkriegst. Und da ist dann wirklich trennen, die ganzen Services trennen so weit wie möglich. Das Frontend ist jetzt wirklich limitiert auf gewisse Sachen. Ich meine, deshalb haben die Kreditkarteninstitute jetzt auch wirklich angefangen. Es gibt keinen mehr, der die Kreditkartenzahlungen auf seiner Seite selber macht, sondern das sind immer externe Dienste. Aber es ist trotzdem durchaus ein Problem.
die ganzen Werbenetzwerke, das ist auch immer super. Ne? Ich bin jetzt dann externe JavaScript ein für, wenn wir ehrlich sind, es kommt nicht viel Geld rein, aber ihr gebt die ganzen Daten von eurer Webseite weg und gebt denen die volle Kontrolle über eure Webseite, wenn man es genau nimmt. Und da hat es jetzt eh einige Virenwürmer gegeben, die sich genauso über Werbenetzwerke verbreitet haben, was super klasse ist für den Botnet-Betreiber, weil der braucht jetzt auch Webseiten hacken und 5 Millionen andere Webseiten sagen, mach das, zeigen wir auch an und ihr gebt euch auch den Virus. Ne? Also wie gesagt, das Wichtigste ist dann halt auch, also bei den Sachen zum Schauen, brauche ich das extern gehostet? Brauche ich jetzt in meinem Blog, wo ich eh keine Werbeeinnahmen habe, brauche ich da jetzt Google AdWords oder DoubleClick oder wie immer? Weil das sind alles wirklich extreme Sicherheitsprobleme. Da wird die komplette Kontrolle über die Webseiten und wenn es blöd kommt, über den Webserver abgeben. Fragen? Okay, passt, ich habe alle verwirrt. Ziel erreicht? Ja! Okay, wer hat Werbung auf seiner Webseite geschalten? Das funktioniert so. Also entweder habe ich da eine sehr spezielle Benutzergruppe oder ich habe sehr kreative Auslegung der Wahrheit, sagen wir es einmal so. Ne? Ich fand die Anmerkung, also vielen Dank für den super Vortrag, war super kurzweilig, hat mir echt gefallen. Die Anmerkung mit den externen Inhalten, die finde ich super wichtig, weil es gab jetzt bei Node, okay, Node.js ist genau so ein Punkt. Haben ganz viele Leute von Node Pakete benutzt. Da hat dann ein Benutzer verboten bekommen, ein Paket so zu nennen, wie er es wollte. Da hat er alle Pakete zurückgezogen, da waren die Namen offen und dann konnten sich andere Leute die Node-Pakete unter dem Namen reservieren und es wurde auch Schadcode verbreitet. Immer, Entschuldigung, erster Punkt ist, Funktion mit 4 Zeilen, die IsEre ist, Paket zu nennen, ist schon einmal eine Verarschung schlechthin. Dass es dann 20.000 Dependencies auf das gibt, was es absolut sinnfrei ist, das extern zu nehmen, statt selber eine zu schreiben. Hat aber geklappt. Und das war genau, also, ja, wenn du das schon sagst, ja, genau das. Und ich meine, das ist so, ich installiere mehr oder weniger einen CSV-Parser und habe 15.000 Dependencies. Hä? Warum? Ich meine, es gibt keine Begründung. Ich meine, da hat es eher einen schönen Blogartikel dazu gegeben, welche anderen Funktionen noch in die gleiche Kategorie fallen. Ich meine, offiziell sind es Pakete, aber es ist eine Funktion. Somit ist positive Integer. Ist größer gleich 0. Ich meine, entschuldige, wenn ich das als Programmierer nicht selber programmieren kann, dann ist es vielleicht ein Fehler zu programmieren. Entschuldige. Und ich meine, ganz ehrlich gesagt, mir war das auch zu peinlich, das als Paket hochzuladen. Ich meine, das ist nicht einmal eine Funktion, das ist auch nur das ist was so. Es ist ein Integer und er ist größer gleich 0. Und dann hast, ich weiß nicht, wie viele 100 Pakete haben dort drauf die Dependencies und dann haben große Frameworks drauf die Dependencies und der löscht eine Funktion, weil er eingesehen hat, es ist eigentlich peinlich, dass ich da ein Paket verwalte und ich weiß nicht, wie viele Bugs gemeldet habe auf einer Codezeile. Dann löscht er das halt und. Und dann gehen, ich weiß nicht, wie viele Webseiten dauern nach dem nächsten Update, weil, ja, nicht am lokal kopiert, sondern direkt von GitHub eingebunden, ne? Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich an der Sache überhaupt an positiven Ding verwenden kann. Das ist einfach nur so. Ja.
Ich meine, von der Tatsache haben wir abgesehen, dass wenn ich das nicht mit GitHub mache, sondern mit einem gescheiten System, kann das gar nicht passieren. Wenn ich mir jetzt nur zum Beispiel die Perl-Infrastruktur anschaue, da gibt es sieben, von dort kann ich es zurückziehen als Autor. Ne? Aber in dem Moment, wo ich sage, so löschen, wird das automatisch auf einen Server kopiert, wo ich keinen Zugriff mehr habe. Das ist Backbone, wo einfach die ganzen alten Versionen drin sind. Okay, dann muss ich dann halt von dorten laden, ne? Aber es ist nicht einfach weg. Ne? Und dann stehen, ich weiß nicht, 50 Frameworks da und die wissen nicht, wie man das jetzt selber implementiert. Entschuldigung. Das ist ja noch besser, dass dann andere benutzt haben, die Pakete wieder angelegt und Schadcode reingemacht. Ja, das ist ja das Schöne. Perfekt, das geht auf GitHub ja super, ne? Yeah, und eben wie gesagt, bei 7 zum Beispiel ist der Namespace trotzdem geschützt, ne? Also war nicht GitHub, sondern hier oder ja, okay, das ist exakt. Das ist der gleiche Blödsinn. Es geht aber auf GitHub genauso. Ich lösche es und der andere legt es wieder an. Ne? Ja. Und bei Sachen wie Sieben für Perl ist dann einfach der Namespace trotzdem geschützt. Da kann kein anderer einladen. Da müsste ich, sagen wir, ich habe das Paket jetzt gelöscht und ein anderer möchte das Paket hochladen, dann müsste ich ihm das okay geben, dass er hochladen kann. Ich meine, gut, dann in dem Moment bin ich sowieso Mittäter, ne? Weil ich gebe jetzt jemanden, von dem ich noch nie gehört habe und der noch nie ein anderes Perl-Paket veröffentlicht hat, die Rechte auf meinem Namespace, den ich die letzten 10 Jahre benutzt habe, Schreibrechte, gut, ja, gut, das ist ein Schicksal, ne? Aber, ja, das, wie gesagt, das ist genauso extern einbinden, ja, aber man kann es durchaus am Lokal kopieren und dann einfach einmal schauen, wenn ich es updaten muss, dann schaue ich unter Umständen, was geupdatet worden ist und ob das vielleicht noch der gleiche Autor ist. Ne? Aber so direkt, also diese Content Distribution Network ist auch immer schön, wenn du sagst, okay, du tust, keine Ahnung, wie die Dinger jetzt heißen, aber es sind auch diese Content Netzwerke, die einfach vor deinen ziemlich lahmarschigen Webserver dann vorne hängst, dass dann alles ein bisschen schneller geht, wenn mehr als 3 User zugreifen. Punkt 1 ist, du gibst denen deinen SSL-Key, damit die so tun können, als wie waren die deine Domain und haben dann plötzlich können alles entschlüsseln. Nein. Gut, weitere Fragen? Gut, dann, es gibt da im Web, welche Seiten war das da mit der Bewertung, das ist direkt bei die Vorträge drin, auf unserer Seite, da gibt es diesen, wie heißt das, Fahrplan oder wie auch immer, da sind die ganzen Vorträge gelistet, geht dort bitte eine und bewertet die Vorträge, die ihr angeschaut habt. Ihr könnt es durchaus auch negativ bewerten. Das hilft uns sogar weiter, weil dann können wir das nächste Mal sagen, was nicht geklappt hat und das vielleicht, dass es nicht wieder passiert oder dass wir es besser machen. Also wie gesagt, immer nur so 5 Sterne anklicken ist keine Hilfe, weil dann können wir nichts verbessern. Passt!